Entwickle den fruchtbarsten Boden und wir die Welt verändern kann. Servus beim ersten Video zum Thema Gartenboden, eigentlich die wichtigste Komponente bei uns. Wir reden heute über die 5 Maßnahmen, die wir ganz einfach ergreifen können, um unseren Boden zum fruchtbarsten Boden der Welt zu machen und was für ein Potenzial das hat, um eventuell sogar die Klimakrise abzuwenden. Am Ende des Videos gebe ich nochmal einen ganz kurzen Tipp, wie man das ganz einfach implementieren kann. Mitten in Berlin haben wir hier märkische Sandboden. Und hier speziell, wenn man ein bisschen runtergrabt, nur wenige Zentimeter darunter, hat man gelb-beige Sand. Das heißt, wir haben einen sehr unfruchtbaren Boden, einen sehr schwachen Boden. Und dieser schwache Boden produziert schwache Pflanzen, die sich kaum gegen Schädlinge oder irgendwelche Krankheiten wehren können. Und dementsprechend führt das nicht zu Ertrag. Einer der ersten und wichtigsten Maßnahmen ist, den Boden aufzubauen und fruchtbar zu machen. Wie wir das gemacht haben, zeigen wir jetzt. Erstens, wir verwenden keine Pestizide oder Pflanzenschutzmittel. Auf einem gesunden, fruchtbaren Boden wachsen auch gesunde Pflanzen, die das nicht benötigen. Pflanzen schützen sich gegen Krankheiten und einen Schädlingsdruck durch die Entwicklung von sekundären Pflanzenstoffen. Und genau die wollen wir. Die wollen wir für uns und unsere Gesundheit. Wenn wir unsere Pflanzen jetzt so gut schützen, verhindern wir genau diese Entwicklung der sekundären Pflanzenstoffe. Weiters schädigen Pestizide das Bodenleben. Fungizide schädigen das wichtige Pilznetzwerk, Insektizide schädigen das Bodenleben und die Organismen im Boden. Genau dieses Bodenleben müssen wir fördern, um eine Fruchtbarkeit herzustellen. Wir verwenden keine Kunstdünger oder auch mineralische Dünger. Für einen Landwirt auf einem Acker mit einer Kultur mag das noch sinnvoll sein. Er muss eine Bodenanalyse durchführen und die Bedürfnisse der Pflanze, die er anbauen will, dem Boden oder den Ergebnissen der Bodenanalyse gegenüberstellen. Für uns ist das nicht praktikabel. Wir haben auf kleinster Fläche hunderte verschiedene Kulturen. Ob man jetzt einen Phosphatdünger, Kaliumdünger, einen Stickstoffdünger, Kalk oder welchen Dünger man auch immer einsetzen will, es sind alles nur Einmalmaßnahmen. Es gibt eine weitaus bessere Möglichkeit, wie wir den Boden nähren können, das Bodenleben nähren können und entwickeln können. Wir haben eine bessere Möglichkeit. Wir nähren den Boden mit Kompost, am besten mit hausgemachtem Kompost. Im Winter jedes Jahr wird eine Schicht von 5 bis 10 cm einfach auf den Boden aufgetragen. Der Kompost ist in gewisser Weise das Herzstück des Gartens. Wann auch immer ich in einen größeren Garten gehe, schaue ich mir zuerst einmal den Kompost an. Man sieht, wie mit biologischen Abfällen gearbeitet wird, man sieht, wie der Boden entwickelt wird, man sieht, wie ordentlich gearbeitet wird. Die Gabe des Komposts ist somit eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir geben können, weil es nicht die Pflanzen nährt, sondern das Bodenleben und den Boden. Und wir können somit auf Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger verzichten. Abgesehen davon ist der Geruch und die Struktur von so einem Kompost einfach wirklich der Hammer. Ich mag das komplett mit Kompost arbeiten, das ist so viel schöner. Als vierte Maßnahme, wir verzichten auf das Umgraben. Den vorher erwähnten Kompost tragen wir nur im Herbst und im Winter 5 bis 10 cm dick auf und wir überlassen dem Bodenleben das einzuarbeiten. Mit dem Umgraben zerstören wir das Pilzgeflecht der Mykorrhizen im Boden, die in Symbiose mit manchen unserer Kulturpflanzen leben. Weiters schädigen wir das Bodenleben und der Boden atmet vermehrt CO2 ab, wobei wir ja vermehrt Kohlenstoff im Boden binden wollen. Wann immer möglich versuchen wir zu verhindern, die Struktur des Bodens zu zerstören. Über das Jahr verteilt merken wir die Unterschiede. Im Winter ist ein bisschen fester, im Frühling aktiviert sich vermehrt das Bodenleben, nicht zuletzt aufgrund des Komposts und spätestens im Frühsommer federt er richtig und hat Struktur. Die Pflanzen, die in diesem Boden wachsen, nutzen nicht nur die Pilzgeflechte, sondern auch die Strukturen alter Pflanzen, die verrotteten Wurzeln alter Pflanzen, um diesen Gängen zu folgen und hier groß zu wachsen. Um jeden Preis wollen wir die Struktur des Bodens erhalten. Die fünfte Maßnahme ist der Einsatz von Pflanzenkohle. Terrapeterböden, gebildet durch Pflanzenkohle, sind mit die fruchtbarsten Böden dieser Welt in einem Gebiet, wo sonst die Böden eher unfruchtbar sind. Nur ein Gramm dieser Pflanzenkohle hat eine biologisch verfügbare Oberfläche von 800 Quadratmeter. 800 Quadratmeter, die Nährstoffe binden können und die Pflanze
kontinuierlich mit Nährstoff und Wasser versorgen können. Wir erhöhen mit der Pflanzenkohle somit die Speicherkapazität und die Pufferkapazität des Bodens, sowohl was Nährstoffe angeht, als auch was Wasser angeht. Und das waren auch schon unsere 5 Maßnahmen. Aber eigentlich müssen wir nur 2 Sachen machen. Die Pflanzenkohle anreichern, auftragen und dann 5 bis 10 cm Kompost drüber. Und das ist genau der Punkt. Wir verzichten auf ganz viel und machen nur das Wesentliche, sodass wir uns wirklich Zeit, Mühe und Geld sparen. Und allein diese Sachen reichen, um den fruchtbarsten Boden überhaupt aufzubauen. Bevor ich aber nun zu meinem Tipp komme, 1-2 Worte zu Pflanzenkohle und anthropogenen Böden. Es zeigt sich, dass die Pflanzenkohle, die wir im Boden einbringen, auch im Boden bleibt. Normalerweise ist es so, dass ein Boden ein Kohlenstoffgleichgewicht hat. Das heißt, den Kompost, den wir aufbringen, atmet der Boden auch zum Teil wieder ab. Die Pflanzenkohle, die wir einbringen, bleibt zum Großteil im Boden. In anthropogenen Böden ist die Pflanzenkohle bis zu 5000 Jahre alt. Demnach haben landwirtschaftliche Flächen ein enormes Potenzial, als Kohlenstoffsenken zu dienen. Die FAO deklariert 37% der Fläche als landwirtschaftliche Fläche, rund 5 Milliarden Hektar. Nur ein kleines Rechenbeispiel. Würden wir 1 Kilo Pflanzenkohle pro Quadratmeter landwirtschaftlicher Fläche ausbringen, so würden wir mehr Kohlenstoff binden, als wir jährlich derzeit rund 10 Milliarden Tonnen in die Atmosphäre blasen. Der Klimawandel würde mehr als nur gestoppt werden. Aber all dies sind nur Rechenbeispiele, um das Potenzial von landwirtschaftlicher Fläche in Verbindung mit Pflanzenkohle aufzuzeigen. Ganz viele Faktoren blieben unberücksichtigt, zum Beispiel woher wir die ganze Biomasse nehmen, wie das Ganze zu organisieren ist, politische Aspekte und, und. Es ist einiges. Allerdings ist der Gedanke ein Hammer. Das Problem, was wir momentan in der Atmosphäre haben mit zu viel Kohlenstoff, lösen wir, indem wir fruchtbare Böden herstellen. Wir binden den Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den landwirtschaftlichen Böden. Wir stoppen den Klimawandel und gleichzeitig haben wir weltweit fruchtbare Böden. Die Lebensgrundlage von uns Menschen. Ich finde es faszinierend. Aber es gibt ja noch einen Tipp abschließend. Wenn ihr mit dem Grillen fertig seid, türmt das, was noch da ist, ein bisschen auf den Haufen und gebt einfach einen Deckel drauf. Der Lichtabschluss sorgt dafür, dass durch die Pyrolyse Pflanzenkohle entsteht. Denn Pyrolyse ist nichts anderes als die Erhitzung von biologischer Masse und der Luftabschluss. Diese Pflanzenkohle können wir dann entweder auf den Kompost geben oder ihr macht den Ansatz, Hälfte Kompost, Hälfte Pflanzenkohle. Nehmt es raus, zerkleinert es ein bisschen, Kompost drauf, 1-2 Monate liegen lassen und dann auf Speed. Und langsam aber sicher baut ihr die Fruchtbarkeit und den Kohlenstoffgehalt des eures Bodens auf. Wenn ihr mehr zum Thema Pflanzenkohle, Terra Petra, den Aufbau eines fruchtbaren Bodens oder was man sonst noch alles machen kann, schreibt es mir unten in die Kommentare oder schaut es auf meine nächsten Videos. Servus!